So, einen wunderschönen guten Morgen. Hier bin ich wieder mit meinem Bauernhof. Und wir haben schönes Wetter. Das finde ich toll. So, wir gießen mal hier die Blumen, die Pflanzen und was ich noch sonst alles habe. Das auch noch bitte. So, ich hoffe mal, dass ich irgendwann was kaufen kann. Können wir da was pflanzen? Ich meine hier was rausziehen, genau. Hier geht's noch nicht. Also ich hoffe mal, dass ich irgendwann sowas kaufen kann, damit ich dann halt nicht immer die Gießkanne benutzen muss. Und das dann so alleine machen kann. So, da und da. Weil das kostet ja auch immer ein bisschen Ausdauer, merkwürdigerweise. Nein, da drücke ich manchmal nach rechts oder so, dann macht er nach unten. Warum auch immer. So, da noch und da noch. Jo. Alter, ich habe rechts gedrückt. So. Wenn ich was gucken will, muss ich halt die Kiste benutzen. Warte mal. Was ist das? Köder. Ach, das war der Köder. Ich habe zweimal Radieschen. Die geben gut Energie. Das ist. So, und ansonsten haben wir hier in der Kiste noch einiges. Sommerblume, Lehm. Holz haben wir da in der Kiste 420. Ich weiß nicht, was wir noch in andere Kisten jetzt haben. Aber immerhin. So. Ich verkaufe mal die zwei Radieschen. Mal sehen, was ich dafür dann bekomme. Dann würde ich sagen, gehen wir mal gucken, was da unser Kalender anzeigt. Ich habe da jetzt seit der letzten Aufnahme lange nicht geguckt, war lange nicht hier, habe halt andere Sachen gespielt und so weiter. Und dann mal gucken, was zeigt denn der Kalender an? Sonntag der 7. und Gus hat am Montag den 8. Okay. So. Heute hängt hier nichts. Das ist ja mal schön. Haben wir zufällig hier was in der Tonne drin? Nein, haben wir nicht. Haben wir da zufällig was drin? Nein, auch nicht. Guti. Nein. So, mitnehmen. Mitnehmen. Hi, Kumpel. Aha. Naja. Nee, das kann man nicht einladen. Da ist noch eine Muschel. Muschel. Yeah. Noch mehr Muscheln vielleicht, zufällig. Ja, hier. Hallo, heb das doch auf, Mann. So, und da noch. Nein, hier nicht mehr. Gut, dann gehen wir schön angeln. Köder, wie mache ich denn nochmal den Köder dran?
So. Okay. Muss es ja erstmal wieder üben, ne? Also. Krieg. Ja. Mach das war nichts. Oh. Wieso springt der manchmal so schön rauf und runter? Den haben wir. Ein Thunfisch. Yeah. Jetzt hat er viel zu tun. Köder dran machen. Was? Das klingt aber eben. Kaum habe ich ihn drin. Also die Angel da. Oh, oh. Aha. Komm, komm, komm. Alter. Was haben wir da? Rotbarbe. Okay. Ja, toll, Seetank. Super. Geh mal auf die Seite. Oh. Ah. 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 Alter. Ich möchte gerne beides haben. Ja, ja. Oh. Ha. Rotbarbe. Und? Ein. Nee. Wie viel Holz? Vier. Okay. Ja. Der Angelstuhl und hast noch der Holz daneben bei, also. Ja. Schöner, dicker, fetter Diamant wäre besser gewesen, irgendwas teures Sache. Oh, bist auch hier am Angel? Sag mal, pflanzt du Blaubeeren auf deinen Hof an? Nee, im Moment noch nicht. Vielleicht irgendwann mal, aber im Moment habe ich da Radieschen. Haha. So. Maximum. Ach so. Ah, ich habe hier den Knopf gedrückt. Müll, ja. Müll ist nicht gut. Vielleicht habe ich dich. Jawohl. Wieder ein Rotbarbe, Alter. Egal wo ich hingehe, machen wir die Rotbarben hier. Da wird es ja ganz rot vor Ärger. Mann. Tap, 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 tap. So. Dann versuche ich mal hier zu angeln. Und hepp. Quick, quick. Zur Sache. Und eine Brille. Aha. Klar, Brille. Oh. Toll. Nochmal.
Alter, ach, das ist doch Mist, ey. Das mit dem Müll ist doch Müll, ey, das ist doch. Okay, dann versuche ich das hier mal. Hier ist eine Bank und hier kann man doch bestimmt gut angeln. Ja, toll, ein Stück Zeitung, also. Ach, was ist das für ein Kack, ey? Ich will doch kein Müll und keine Zeitung haben, Mann. So, dann nehmen wir das letzte hier. Gucken wir da mal. Oh, Seetang. Dann eben nicht. Nicht wahr? So. Hallo, Kleine. Kleine ist oft nicht da und Tante Mani ist immer beschäftigt. Also muss ich meine eigenen Spiele erfinden. Genau. Wie wär's hier? Keine Ahnung, was. Wie heißt das eine schöne Spiel? Finger im Klo, Mexiko oder so, keine Ahnung. Ja, da sitzt jemand auf der Bank. Maru, ich wette, du fliegst gerade ein paar interessante Dinge an. Vater sagt, dass hier im Tal eine Menge exotischer Pflanzen zu dieser Zeit wachsen. Aha, sagt er das. Okay. Wenn er das sagt, ne? Hi. Pam. Bist du mit Gast befreundet? Er ist ein ziemlich guter Kerl. So. Er gibt mir an meinem Geburtstag immer Bier aus. Aha. Pam trinkt also gerne Bier. Gut, der hat da so nichts zu sagen. Können ja kein Bär spielen. Eine Cola kaufen? Nein, ich will keine Cola kaufen. Kleines Minispiel mal zwischendurch. Aua. Kommt gleich ein Fragezeichen. Oh. Aua. Was haben wir links? Bam, bam, bam. Naja. Hoppala, da kam einer von da. Okay. Gut. Dum, 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 dum.
Ich komme kaum mit meinen Einnahmen aus. Ich habe nicht genug Patienten. Aha. Ich sollte versuchen, ein paar Patienten aus anderen Städten zu holen. Ja, dann mach das mal. Dann soll er das mal machen, ne? La la la. So, ich verkaufe hier schon mal genau Regenbogenmuffel, dann die anderen Muffeln, Koralle. Die Teilung brauchen wir nicht, das ist eigentlich Müll. Einmal mache ich heute auch da rein, warum nicht? Der hat einen Stern. Der, ja, wer einen Stern hat, der, keine Ahnung, ist. So, einmal hier kurz die Muschel streicheln. Ja, alles klar. Und wir hacken und hacken und hacken. So. Da ist auch noch ein Baum. Nein, hier, da, der muss hacken. Da ist ein Samen rausgekommen. Und immer schön die Bäume weg, das gibt Holz und später kann man den noch so einen Weg legen irgendwie. Harz essen? Nein, ich will kein Harz essen. Hallo? Okay. Okay, es ist da schon gleich 21 Uhr, das heißt, er muss ins Bett, die Lein. So, dann können wir mal gucken, ob wir noch eine Kleinigkeit verkaufen können. Das ist hart. Damit kann ich irgendwie noch den Dünger herstellen, so viel ich weiß. Aber ich wollte nicht alle, ich wollte nur ein paar reinmachen. Warte mal. So, 8 Stück. Bisschen Holz. So. Der kann auch damit rein. Kiefernzapfen. Jo, mal einer. So. Das Holz, was ich da jetzt noch habe, das kann man erstmal hier mit rein tun. So, was haben wir denn hier? Was ist das? Ein roter Hüttenvorleger. Aha. Gut, die will ich aber jetzt nicht vor die Hütte legen. So, was sagt denn der Wetterbericht oder sonst was für den nächsten Tag? Wetter für morgen. Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Okay. Dann glauben wir mal dem Wetterbericht, legen uns jetzt hin
Und dann sage ich an dieser Stelle danke, dass du dabei warst und wir sehen uns und hören uns und so weiter in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, schlaf gut. Bye bye.